Bello, ciao, tango mortale. Roberto war nicht mal schön, doch Martha bekam einen Föhn. Sofort war sie hin und weg und Elicht in gleich vom Fleck. Die ewige Treue schwor er ihr, sie hielt sogar bis Montag um vier. Da kam Anna nach der Liebeskür aus Robertos Schlafzimmertür. Ihr folgten Lea, Olga und Victoria und die ganze Vögelschar. Martha denkt, es geht nicht schlimmer, da hört sie Mutters Lustgewimmer. So wird es Martha nun zu bunt, beim Dinner denkt sie, da geht es rund. Und zu der feinen Wurst aus Milz gab's den gebratenen Fliegenpilz. Die Waffen der Frauen kann kein Mann verdauen. Arsen und Strychnin, die machen im Hin. Im schönen vonne Monat März verlor Gretchen ihr Herz an den attraktiven Jan, ein wahrhafter Galant. Er betört sie mit süßen Düften, mit Rosen und mit seinen Hüften und schenkt ihr Schmuck aus Diamant und bald ein Ringlein an die Hand. Kaum zieht sie dann in seine Villa, verwandelt er sich in Godzilla. Er meckert nur am Essen rum und ihre Brüste sind auf einmal krumm. Ihr Atem stinkt nach Müllabfuhr, drum schlägt er sie in einer Tour. Nach einer langen Prügelspanne liegt Jan gemütlich in der Pfanne. Gretchen sieht das Ende ihrer Qual, der Föhn macht Jan zum Zitteraal. Die Waffen der Frauen kann kein Mann verdauen. Ein fieser Stromstoß macht ihn leblos. Lisas Papa erhielt noch Hartz IV und liebte nicht so wie sein Bier. Lisa wollte ganz anders werden, träumte von einem Schloss mit Pferden, lernt und schufte Tag ein und Tag aus, bekommt dafür viel Applaus und einen Job im Management, obwohl sie nie mit Männern pennt. Da wird ein Chefposten frei, Bewerber gibt es ihrer zwei. Alex Schulz will hoch hinaus und Lisa hasst die Karriere laus. Doch er umgarnt sie mit seinem Charme, seine Worte und bald auch Küsse sind so warm. Sie gehen golfen, sie gehen essen, im Bett will er sie schon fast fressen. Doch bald ist er der Obermacker und Lisa trägt im Bauch einen kleinen Racker. Doch er lässt sie sitzen, auf schändlichste Abblitzen. Doch dann, beim Golfspielen, muss Lisa nur gut zielen und mit einem perfekten Schuss macht sie alle. Schluss.
Die Waffen der Frauen kann kein Mann verdauen. Weibliche Raffinesse stopft ihm dann die Fresse. Die Waffe des Mannes ist oft sein Johannes.